Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Challenge-Video aus Season 10. Dies ist die zweite Challenge, die ihr jetzt auf unserem Kanal seht. Und zwar werden wir den Dürrkopf-Burger, eine Steinkopfstatue und einen Dinosaurier aufsuchen. Und hier ist direkt der Dürrkopf-Burger. Bei mir ist er irgendwie nicht gespawnt. Normalerweise müsste hier auf diesem Fleck dieser Dürrkopf-Burger spawnen. Das ist östlich von Pleasant Park, den Spot kennen wir alle. Und ja, dann geht's weiter zur Steinkopfstatue. Man kann sie schon erahnen, dort im Hintergrund sehen wir die Steinkopfstatue, die hier neu ist an diesem Ort. Es gab ja früher öfter welche mal, also mehr auch, an verschiedenen Orten. Und ja, eine kleine Sache am Anfang zu erwähnen, für die Prestige-Challenge würde ich euch empfehlen, wie ich am Anfang dieses Driftboard beim Dürrkopf-Burger zu holen und dann von dort hierhin zur Steinkopfstatue und dann zum Dinosaurier zu fliegen, den wir jetzt nämlich zu fliegen, sage ich schon, zu fahren, den wir jetzt nämlich hier sehen gleich. Das ist für mich die einfachste Variante, diese Challenge abzuschließen, und sie klappt auch recht gut. Also solange ihr also nicht auf Gegner eingeht und auch wenig Gegner trefft, solltet ihr das eigentlich locker schaffen, und das wäre die ideale Reihenfolge. Und hier sind dann die drei Dinosaurier, die wir noch als letztes brauchen. Dann würde ich sagen, falls euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.